Was geht ab, meine Freunde? Ich bin Tubo und heute sind wir bei Vincent Lee zu Besuch im Studio. Hi. Yes, sir. Hi. Hi. Heute wollen wir uns mal anschauen, womit der gute Vincent arbeitet und warum er womit arbeitet und was hast du hier überhaupt alles stehen. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz klassisch beim Anfang an. Mhm. Du hast einen Studiotisch. Richtig. Also ich habe einen Studiotisch mit ausziehbarem Fach, wo ich meine Klaviatur untergebracht habe. Ein 88-Tasten-Keyboard. Anschlagdynamik nicht. Ist nicht vorhanden. Ne? Also was heißt Anschlagdynamik? Also zumindest keine gewichtete. Genau. Ich hatte vorhin gewichtete Tasten, die habe ich jetzt bei mir zu Hause in der Bude. Weil ihr dürft nicht vergessen, der gute Vincent hat zwei Studios, bei ihm läuft. Ja? Das ist also einmal bei sich zu Hause und einmal natürlich auf seiner Arbeit. Also generell Windows oder Mac? Ich hatte früher beides, jetzt bin ich komplett auf Windows umgestiegen, aus dem Grund wegen Performance. Es ging mir darum, dass ich mehr Leistung aus meiner Hardware bekomme, in dem Sinne von Tuning und hast du nicht gesehen. Und das ist bei Mac ein bisschen schwer. Irgendwann hast du eine Grenze erreicht, genau. Sozusagen. Oder ja. Ich hatte ein MacBook und die Sache war einfach... Ja, du kriegst das so ausgestaltet, du kannst nicht nachrüsten. Also gerade bei den neuen Macs, da ist alles, also aus persönlicher Erfahrung muss man dazu sagen. Ja, meine ich. Genau, persönliche Präferenz von mir jetzt. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt nicht sagt, ich soll keinen Mac kaufen, macht was ihr. Das ist sowieso so eine Sache, Leute, es gibt keine Regeln in der Musik. Richtig. Es ist halt immer noch eine Kunst, macht, worauf ihr Bock habt und macht, was zu euch am besten passt und womit ihr am besten arbeiten könnt. Genau. Ne? Also anders kann man es nicht sagen. Bildschirme, also jetzt nicht Monitore, weil da verstehen Musiker was anderes runter. Das sind jetzt die Bildschirme. Hast du zwei auf jeden Fall sehr große. Der eine ist besonders schön. Von dem habe ich den wohl. Ja, kleine Story dazu. Ich hatte den Asus 2x 34 Zoll und für mich war das einfach zu groß. Also ich saß dafür einfach zu nah dran und hatte eine zu große Fläche. Deswegen habe ich dem Vince einen vermacht. Ja? Und du brauchst zwei große und du hast ja auch genug Abstand. Also bei dir ist das ja völlig in Ordnung. Genau. Also ich war echt dankbar, dass es mir vermacht hat, weil gerade wenn ich arrange, also Musik arrangiere und ich habe so meine 80, 90 Spuren, dann brauche ich da ein bisschen mehr Auflösung. Halt. Ja, klar. Ja, ich bin da halt so ein Typ, ich zoom gerne und ich scroll gerne. Also ich komme damit klar, ich brauche halt keinen großen Bildschirm um, ne? Also ich komme mit einem kleineren, also ich glaube, ich habe jetzt ein 26 Zoll oder so und bin sowas von zufrieden. Also ich komme da völlig mit klar. Nächste machen wir am besten jetzt die Monitorboxen. Also wie gesagt, in der Musikszene oder Studio und so weiter nennt man die halt Monitore, was wahrscheinlich für den Normalverbraucher Monitore sind halt Bildschirme eigentlich. Ja, warum ist das eigentlich so? Wegen Monitoring? Also ja, Monitoring, kann das sein? Genau. Abhören ist ja, oder Überwachung, Monitoring. Genau, ja. Wahrscheinlich kommt das da. Ja, aber Überwachung hat ja auch wieder mit dem Auge zu tun und passt dann besser zum Bildschirm. Ne? Die haben das aber trotzdem halt übernommen, Monitoring. Leute, googelt es einfach mal, wir sind nicht Google. Das ist ganz einfache Sache. Du hast die Yamaha HS8, sind das? Die oder? 80? 80. Das sind die Vorgänger, genau. 80, genau, ich bin noch von der alten Schule. Boah, das ist echt... Bremser, ey. Das sind echt riesige Dinger. Ey. Die machen auch gut Sound. Krass. Und ich hatte die noch nie richtig ausgereizt, bis ich hier jetzt mal mich echt, hier darfst du? Hier kann ich... Echt, interessiert keinen? Hören die das nicht, oder wie? Boah, die hören das schon, aber ich sag dann, ja, das muss so sein, weil... Ja, das ist natürlich, es ist Arbeit, Leute, das ist die beste Ausrede, ne? Ja. Einfach wirklich, ich muss so laut machen, weil ihr wollt ja ein gutes Ergebnis. Richtig, ne? Aber also, du musst ja wissen, ob es im natürlich. Club tauglich, natürlich. Tauglich ist oder so, ne? Auch für die... Julian Bam Video ist clubtauglich. Ja. Nein, wir wissen, was du meinst, deine eigenen Sachen natürlich. Von daher, alles aber gut. Ja. Okay, gehen wir weiter. Also, auf dem Tisch haben wir da noch eine schöne Kleinigkeit stehen. Was ist denn das? Genau, das ist einfach nur so ein Lautstärkeregler-Gerät. Beziehungsweise auch, wenn ich mal mir irgendwann mal mehr
Abhörmonitor leisten will, dann kann ich dann zwischen den schalten. Oh, das ist natürlich echt geil. Und du kannst auch, du kannst die muten, also wenn du jetzt gerade in der Aufnahme bist, dann kannst du auf Mute drücken. Und achso, du musst es gar nicht leise drehen, sondern einfach auf Mute drücken und fertig. Dann ist stumm und dann können wir aufnehmen. Ah, okay. Und Leute, die Sachen sind natürlich alle unten verlinkt, also das ist definitiv was Interessantes, weil ich sag mal so, bei Monitorboxen, das ist das Ding halt an Monitorboxen, die Lautstärkeregelung ist hinten. Und einzeln. Also du kannst nicht beide gleichzeitig leise oder laut machen, außer du hast ein Interface oder halt so einen Lautstärkepegler-Regler dazwischen. Ja. Das ist halt auch das Ding, warum du immer so ein Mischpult oder ein Interface oder irgendwas dazwischen brauchst, weil du wirst bescheuert, wenn du immer hinter die Boxen gehen musst, um laut und leise zu machen. Das macht auch kein Mensch. Gehen wir mal weiter, ich würde sagen, zu deinem Rack. Oh, hast du Hunger? Wow! Also was ich drin habe, ich habe zum Beispiel, man sagt ja auf Fachchinesisch Channel Strip. Chinesisch. Mein Channel Strip, ja, also ich habe ein Mikrofon-Vorverstärker. Vorverstärker hat meistens die Funktion von, ich sag mal, wenn eine externe Stromspeisung, wie zum Beispiel plus 48 Volt Phantomspeisung sein muss, ist das meistens integriert, haben aber auch sehr viele Mischpulte. Genau. Also das ist zum Beispiel so ein Hauptding. Ja, was gibt's denn da noch alles? Ja gut, ein Kompressor ist manchmal mit drin. Genau, der kommt danach, also genau. Genau. Ich finde, die machen einen richtig guten Job. Ja. Und ja. Genau wie du. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Wie gesagt, das Interface ist dann an den PC per Firewire bei dir. Na, genau. Ist das angeschlossen. Ich habe alles mit USB, das Babyface. Ja, Firewire ist besser, oder? Nee, Firewire ist langsamer. Es ist langsamer als USB 2. Nur guck mal, da habe ich keine Ahnung von, aber ja, krass. Okay, genau. Ja gut. Mittlerweile habt ihr auch schon wieder was gelernt? Firewire ist langsamer als USB 2 sogar. Ja. Okay, was haben wir da unten noch? Rack Power Supply, also wahrscheinlich ein Stromstecker? Genau, einfach versorge ich quasi meinen Mikrofonvorverstärker, meinen Magen. Die natürlich auch. Meine Kompressoren, die werden versorgt. Dann das Audio-Interface. Nehmen wir das. Ohne Scheiß, wir Musiker, wir haben Stromprobleme. Ja. Ey, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, wirklich. Kauft euch am besten 2 Zehnerstecker oder sowas. Ihr werdet sonst niemals zurechtkommen. Also das ist, Strom ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Was hast du ganz unten? Ganz unten, ich bin wieder oldschool gegangen. Das ist ein Sampler. Also krass. Ja, Leute, ganz wichtiges Thema im Hip-Hop. Ja. Ne, also, so viel zum Thema. Das ist kein Clown, sondern Sam. Ja, das ist was hast du denn in deinem Schränkchen da hinten schon noch stehen? Ja, da habe ich noch einen Ableton Push 2, also die letzte Version. Dann stimmt, da müssen wir auch noch drauf kommen. Du arbeitest mit Ableton. Also es ist quasi wie diese MPCs, nur mit mehr Funktionalität. Allerdings, beim MPC war es ja so, du hast ja alles in der Hardware drin. Ja. Das ist einfach nur ein stinknormaler Controller, der mit Ableton nur funktioniert. Ah, okay, weil MPC ist sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, ist eine Drum Machine, wo man sogar noch samplen konnte mit. Richtig. Also das ist ein eigenes Produkt. Du brauchst eigentlich nur diese MPC. Mehr brauchst du nicht mehr. Genau. Also da konntest du alles mitmachen und das musst du halt anschließen und das Programm noch offen haben. Genau. Was hast du da drunter? Noch ein Launchpad. Also das nutze ich gerade im Moment gar nicht. Okay. Dann habe ich noch ein MPD. Also das ist auch nur ein MIDI-Controller, aber auf Basis von einem MPC. Genau, von der Anschlag. Ist richtig robust. Auch von Akai? Oder? Ja, ist auch von Akai. Okay, genau. Cool. Und dann oben habe ich noch ein Synthi von Arturia. Sehr schön, dann hast du da noch Gitarren stehen. Richtig, genau. Das sind jetzt nicht die teuersten Gitarren, aber die tun auf jeden Fall... Sie müssen nur echt sein. Die Gitarren sind jetzt nicht die teuersten, aber die haben echt, ja, die tun ihren Zweck erfüllen. Absolut, das ist auch noch so eine Sache, Freunde, ihr braucht nicht immer das Teuerste, auch wenn ich sage, einmal investieren und ihr habt lange was davon, ja, heißt das nicht, dass ihr das bei jeder Kleinigkeit machen müsst, weil dann werdet ihr arm. Oder ihr heißt Dead Adam, ja, dann könnt ihr das, ne? Dann kauft ihr einfach wohl überall das Teuerste, dann ist das halt einfach so. Aber generell heißt es natürlich so, an den Ecken nicht sparen, wo es wichtig ist. Wenn man es sich irgendwann leisten kann, kann man immer wieder aufstocken und so weiter genau, und so fort. Auf jeden Fall. Was haben wir hinter mir? Oh, ja, das ist sogar ein Drumpad. Damit kann man Schlagzeug spielen.
geil. Das ist so richtig mit ja, Sticks drauf. Ne? Das finde ich geil, da ja. gibt einem so ein bisschen mehr genau, vom Feeling authentisches her. Feeling, sage ich einfach mal. Ne? Da ich ja eigentlich auch ein bisschen gedrummt habe am Anfang, ich habe ja, bevor ich Klavier gespielt habe. Hast du auch mit Schlagzeug angefangen? Ja. Ich auch. Ja, die Nachbarn haben sich beschwert. Ne? Ach krass, nee, ich war immer in so einem Proberaum. Also, nee. Ach, das war das Ach, ist auch cool. Ja, total geil ja. gewesen. Also das ja. war auch mit Schlagzeug anfangen ist super, um Taktgefühl zu lernen, um diese ganze Materie irgendwie zu lernen. Und danach habe ich dann auch erst mit Klavier angefangen. Sehr cool. Ja. Was haben wir noch hinter mir? Ein DJ-Pult, also ein Controller. Ein Traktor. Ein Traktor, genau. Genau. Damit lerne ich gerade auflegen. Was hast du denn da hinten noch für ein Mikrofon zur Aufnahme? Das ist die, ich nenne sie die rote Zora. Nee, ich weiß nicht, das ist von Aventone. Die Firma heißt Aventone und es ist das CV12, glaube ich, Modell. Ja, ist egal, ich packe euch das alles in die Beschreibung. Okay. Ja, ja. Warum hast du das? Weil es ist ja jetzt kein gängiges... Das ist zum einen ist das Mikro, das ist nicht einfach, das hat nicht diese einfache nur Nierencharakteristik, sondern du kannst auch die Charakteristiken von einem Mikro, also von dem Mikro kannst du verändern. Du kannst Omni, also das heißt, das hört dann alles um dich herum. Ja, die Standard-Nierencharakteristik für direkte Vocal-Aufnahmen. Krass! Und, das kann man da... Das kann man mit dem einstellen. Hier ist so ein kleiner Kasten, den kann man dann so einstellen. Also, wow! Ist halt gerade, wenn man mehrere Leute zum Beispiel aufnimmt zum oder zum Beispiel Band-Sachen oder irgendwie oder, sowas, ist das ganz witzig, ne? Ja, Leute, haben wir auch wieder was gelernt. Mit was für Kopfhörern arbeitest du? Oh je. Arbeitest du überhaupt noch mit Kopfhörern? Ja, hin und wieder, also gerade wenn ich die Frequenzen aufräume, ne? Also das ist, da hörst du am besten raus, wo was in den Ohren wehtut, zwar auch über den Boxen, aber es ist nicht so. Da musst du halt sehr laut drehen und musst halt wirklich genau auf diese, das stimmt. Also generell bist du aber auch eher so der Abmischer mit Boxen. Ja. Ich auch. Also sage ich euch ganz ehrlich, deswegen ist das auch schwierig in den Livestreams und so weiter Musik perfekt zu machen, weil ich bin auch kein Mensch, der mit Kopfhörern super gut abmischen kann oder so. Ich finde das übelst anstrengend auch. Und gerade so, es klingt halt wirklich anders. Deswegen kann man halt immer nur so eine Basis machen in den Streams oder so. Und dann danach muss man das halt nochmal auf Boxen machen. Und ansonsten muss es da eine andere Möglichkeit geben. Ich wüsste aber gerade nicht welche. Oder ich mache halt meine Boxen an und ihr hört trotzdem nur den Desktop-Sound oder so. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ein bisschen fancy muss man sein, Leute. Ganz ehrlich, nur wenn er das jetzt reinschnellt, ne? Also, ich bin selber kein Fan von diesen Sachen. Ich krieg, meine Frau, die ist ja so Frau, die mag halt. Das, die ist halt Frau. Die mag das, da kann man halt drückt sie mir halt so eine Tüte hinein und dann, weißt du, du gehst durch die Stadt und dann wirst du erstmal schief angeguckt. Oh, er hat Louis. Geil. Ja, YouTuber-Money regelt. Ja, genau. Das ist halt, bestes Beispiel, ich hatte letztens in einem Video ein Hilfiger-Shirt an. Oh. Ich hatte ein Hilfiger-Shirt an. Und dann? Direkt kam ein Kommentar, boah, du Heuchler, wie kannst du nur? War klar, dass YouTube die Menschen verändert. Ich bin echt enttäuscht. Oh Gott, das ist ja... Wow! Also, nächstes Mal gehst du nur noch in Lenden-Shirts. Ey, ohne Scheiß. Ja, also was, ey. Also da denke ich mal nur so... Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare. Der Vincent wird euch bestimmt irgendwas beantworten. Ja, ansonsten guckt bei ihm vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut. Tschüss. Ciao.